Hi, ich bin Johannes von newgadgets.de und hier gibt es eine kleine Demonstration, wie man auf dem neuen Nokia N8 Videos bearbeiten kann. Nicht wundern, das Nokia N8 ist über HDMI an diesen Monitor angeschlossen. Wir durchsuchen hier gerade die Medienbibliothek, die sich aus den Videos und Bildern zusammensetzt, die wir hier gemacht haben. Die gewünschten Medien einfach auswählen, dann hier unten links auf den großen Haken klicken und schon werden diese eingefügt. Wir haben hier nur eins ausgewählt. Hier haben wir unsere Timeline. Wir können hier also auch Text hinzufügen oder Hintergrundmusik. Und natürlich auch jedes Video einzeln schneiden. Wenn wir jetzt die Videoreihenfolge ändern wollen, müssen wir nur ein Video auswählen, dort mit dem Finger draufbleiben und dann können wir es beliebig verschieben. Zum Beispiel an diese Stelle. Das war eine kleine Demonstration, wie man Videos auf dem neuen Nokia N8 bearbeiten kann. Abonniert auf jeden Fall meinen YouTube-Channel youtube.com/newgadgets.de für mehr Gadgets.